Bonnie Strange zieht es als einzige wirklich durch und postet ein No-Make-Up-Pick wirklich ohne Make-Up. Und ey, was ist denn mit Indira Weiss los? Die liegt besoffen und halbnackt auf ihrem Herd rum. Alle Hintergründe jetzt in der Bildbox Top and Flop. Ich bin Laura, hallo. Eigentlich kann ich sie wirklich nicht mehr sehen. Stars, die auf Selfies so tun, als würden sie kein Make-up tragen. Den Vogel abgeschossen hat am Freitag Lena Gerke mit diesem Pic. Da ist die 100 pro mindestens 2 Stunden in der Maske, um so auszusehen und postet dann zu diesem Bild: Today I'm in the no hair, no make-up mood. Lachhaft, lächerlich, peinlich. Liebe Lena, ohne Make-up sieht man wie Bonnie Strange hier aus. Und solche Selfies sind mir sehr willkommen. Das finde ich geil. Die hat den Arsch in der Hose, sich ihren Fans so zu zeigen, wie sie wirklich aussieht, wenn sie aufwacht. Selbst wenn sie sich den Abend vorher die Augenbrauen für eine Party gebleached hat und eigentlich noch blasser und normaler aussieht als sowieso schon. Also mein astreiner Top des Wochenendes, und passend dazu gibt's von Bonnie auch noch eine kleine Videobotschaft. Und eine Sache noch, scheiß drauf, was andere sagen, was andere von euch denken, was andere Leute denken zu wissen über euch. Die haben eh keine Ahnung, nur ihr wisst, was ihr seid, also fuck them. Whatever. Fuck them. Prinzipiell wohl auch das Motto von Indira Weiss momentan. Nur, dass das so ein bisschen schräge Züge annimmt und leicht aus dem Ruder läuft. Brav war gestern, twittert sie. Ja, soweit ja noch okay. Kiffen, saufen, feiern ist stattdessen jetzt angesagt. Ja, das sieht man dann auch relativ deutlich an diesen Fotos, die Indira feuchtfröhlich in all ihren Social-Profilen gepostet hat. Und grundsätzlich könnten diese Pics ganz lustig sein eigentlich, wenn sie nicht so frustriert wären. Offenbar durfte Frau Weiss nicht, was sie tut, nämlich nicht zur Bambi-Verleihung, und hat damit irgendwie ein Ego-Problem. In Kardashian-Arschmanier zetert sie ab, dass sie alle Awards schon gewonnen hat, die Hubert Burda zu verleihen hat, und wundert sich deshalb, weshalb sie jetzt nicht eingeladen ist. Mäuschen. Vielleicht, weil du Pics twitterst, wie du besoffen auf deinem Herd liegst? Oder weil du ständig deinen Arsch halbnackt oder ganz nackt in die Kamera hältst? Oder weil du einfach mal so öffentlich behauptest, dass Liliana Kreditkarten-Matthäus Nova magersüchtig ist? Also mir würden da echt so einige Begründungen einfallen. Sorry, Indira, aber so bist du unser Flop des Wochenendes. Oder wie findet ihr die Pics von heute? Schreibt mir eure Meinung, dafür sind die Kommentare ja da, ne? Tschüss, bis morgen!